Frau Kroer, Sie erlebten im Jahre 1979 im Zusammenhang mit einer Fehlgeburt eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ja, also mein Mann und ich, wir waren unterwegs mit einer Chorfahrt und ich war im dritten Monat schwanger gewesen und auf einmal bekam ich eine Sturzblutung und man brachte mich dann ins Krankenhaus. Ja, und dann die üblichen Untersuchungen und zu meiner Freude lebte das Baby noch, ne? Und ich musste aber dann dort bleiben im Krankenhaus. Bettruhe, wochenlang, ne? Und trotzdem kam es dann dazu, dass in der Nacht die Wehen einsetzten. Und ich klingelte eben nach der Schwester. Und dann ging das halt so hin und her, bis sie mich in den Kreissaal brachten. Und ich wollte das Baby unbedingt behalten und dachte, sie können mir irgendwie da helfen. Und man schloss mich dann an einen Tropf an. Und dann erfuhr ich, das ist ein Wehentropf. Aber ich wollte das Baby behalten. Ne? Und ich konnte aber auch nicht weg. Und ich verstand alles gar nicht, was da ablief. Und dann sagte ich zum Baby immer, bleib drin, bleib drin. Und das Baby blieb drin. Und so ging das halt eine ganze Zeit. Und dann endlich machten sie den Wehentropf wieder ab. Und ich dachte, sie untersuchen mich jetzt nochmal. Ne? Und dann passierte aber was ganz anderes. Die eine Hebamme hielt mich an den Schultern fest. Die andere stieg hoch und kniete sich auf meinen Bauch. Und die dritte versuchte eben von unten das Baby rauszuziehen. Und es war wirklich grauenvoll. Ich kam mir vor wie in der Folterkammer, ne? Ja, und sie kriegten eben das Baby schlecht. Und das ging auch eine ganze Zeit so und ich war wie in einem uferlosen Meer von Schmerzen. Und dann kam was, was ich noch nie erlebt hatte. Dann begann mein Bewusstsein sich wie zu teilen. Also auf der einen Ebene, so will ich mal sagen, erlebte ich eben diesen Horror für mich, ne? Und merkte auch die Schmerzen und alles, was da so um mich war. Und auf einer höheren Ebene, da war eine Ruhe, ein Frieden. Und ich konnte so klar denken wie noch nie. Haben Sie in diesem Zustand auch den Schmerz erlebt? Auf dieser Ebene erlebte ich den Schmerz und alles Schlimme, ne? Und auf dieser Ebene nicht. Und seltsamerweise erlebte ich das gleichzeitig. Also das ist im normalen Zustand, denke ich, geht das gar nicht. Aber das war so. Ne? Mhm. Und das hielt aber leider nicht so lange an. Dann war ich eben nur wieder auf der unteren Ebene und irgendwann hatten sie dann das Baby rausgezogen und dann ging aber das ganze Drama weiter und sie versuchten die Nachgeburt zu bekommen und die bekamen sie auch nicht und naja, ich will es gar nicht so genau schildern, jedenfalls haben sie die Nachgeburt nicht bekommen und sagten dann, also jetzt müssen wir den OP wecken. Ne? Und ich schaute auf die Uhr, es war in der Nacht 1:30 und man brachte mich dann in den OP rein. Und das war alles so schlimm, dass ich nur hoffte, dass bald die Narkose kommt, damit diese wahnsinnigen Schmerzen aufhörten. Und die Ärzte waren natürlich auch nicht begeistert, dass sie in der Nacht geweckt wurden. Und das bekam ich auch deutlich zu spüren. Ne? Ja, und auf einmal sah ich den OP von oben. Also die Ärzte da und mich, aber das war ungefähr nur 3 Sekunden lang. Ne? Mhm. Und dann muss ich sagen, weiß ich nicht mehr genau, was dann kam. Also ich kann nur sagen, was ich erlebt habe in den Abschnitten, aber die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Aber was ganz, ganz eindrücklich für mich war, das war, dass ich plötzlich meinen Lebensfilm so vor mir schweben sah. Nicht mit so bewegten Bildern, wie man so einen Film anguckt, sondern
wie wenn man aus einer Kamera so den Film rauszieht und dann gibt es so viele, viele, viele stehende Bilder. Und über manchen Bildern war so eine kleine Flamme, so wie eine Kerzenflamme, ne? Und seltsam war, obwohl ich nach vorne schaute zum Lebensfilm, sah ich auch, was hinter mir ist. Und da stand so links hinter mir, ich sag mal, ein sehr schönes Geistwesen, so wie man sich Engel vorstellt, hatte aber keine Flügel, im langen weißen Gewand, die Haare so dunkel bis hierher gewellt. Es war männlich und schaut aber ernst drein und wirkte auf mich auch so respekteinflößend. Und von daher wagte ich nicht, ihn anzusprechen, was eben diese Flämmchen da zu bedeuten haben. Und wie ich den Lebensfilm so anschaute, auf einmal macht der Lebensfilm so BAP und fällt zusammen wie grauer Staub. Liegt einfach da wie Staub. Nur die Bilder, wo die Flämmchen drüber waren, die waren stehen geblieben. Und ich bekam einen unglaublichen Schreck und mich erfüllte so eine tiefe Traurigkeit auf einmal, weil ich das Gefühl hatte, mein Leben war nichts gewesen, es hatte keinen Wert gewesen, keinen Wert gehabt. Und ich verstand das alles überhaupt nicht, weil ich dachte, ja, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, ich habe doch eigentlich ein normales Leben geführt, war sogar christlich erzogen worden, ging in die christliche Gemeinde, habe auch da schon wirklich ganz intensiv an Gott, an Jesus Christus geglaubt und auch wunderbare Erfahrungen mit ihm gemacht. Und jetzt blieb kaum was übrig, ne? Und aus diesem Schreck heraus fragte ich ihn dann hinter mir, ja, was hat denn das zu bedeuten? Und die Worte werde ich nie vergessen. Er sagte, all das, wo du von Herzen geliebt hast, selbstlos, unberechnend, hingebungsvoll, opferfreudig, wo du einfach gegeben hast und auch vergeben hast, das kannst du alles mit rüberbringen, die Ewigkeit, das hat Bestand. Und ich sage Ihnen offen, wenn es 10% waren, war es viel, eher noch weniger. Und dann stiegen aber noch so Bilder in mir hoch, so Szenen, wo ich die meisten vergessen habe, aber etliches oder ein bisschen ist mir doch noch in Erinnerung. Aber von den meisten Bildern kann ich mich noch daran erinnern, dass ich dachte, sie haben irgendwie eins gemeinsam. Und zwar, auf der Erde hätte mir jeder Recht gegeben, hätte gesagt, ja, du hast dich richtig entschieden und du hast dich gut verhalten und so weiter. Aber drüben, ich will mal sagen, im Licht der Ewigkeit, wo nur der Maßstab der gelebten Herzensliebe zählt, hat sich das vollkommen anders dargestellt. Und eine Szene, die mir ganz deutlich in Erinnerung ist, wahrscheinlich weil sie auch Bedeutung hat, bis in mein jetziges Leben hinein, war die, dass ich sah, ich war schon von klein auf vegetarisch, ne? Und die Leute um mich rum, die waren eben so gut wie alle Fleischesser, ne? Und dann kam es oft zu Gesprächen, dass ich sagte, ja, die armen Tiere und das ist doch nicht richtig, dass er die umbringt, nur um ihr Fleisch zu essen. Und ich regte mich eben auch ein bisschen auf, also nicht, dass wir uns dann angeschrien haben, aber ja, ich war nicht mehr im Frieden und so gab es Spannung einfach, ne? Nicht schlimm, aber eben so. Und jetzt war es ganz interessant, wie sich das drüben darstellte. Es wurde mir ganz deutlich gesagt, es ist weitaus besser, kein Fleisch zu essen. Aber, weil ich das mit zu wenig Liebe rüberbrachte und mich aufregte, hatte ich das Gesetz der Liebe
des Friedens und der Harmonie verletzt. Und es gab eben dann so manche Szenen, die mir wieder bewusst wurden, wo mir alles unglaublich leid tat. Und ich muss sagen, aus dieser Erfahrung heraus gibt es keinen schlimmeren Schmerz als den Schmerz der Reue. Das erlebte ich so intensiv, also viel schlimmer als auf der Erde. Ich erlebte eigentlich alles viel intensiver. Mir kommt es so vor, wie wenn der Körper so wie ein Puffer ist, wenn man Emotionen hat, auch auf der Erde, die können schon stark sein, aber drüben war alles viel unmittelbarer. Die schönen Empfindungen, aber auch eben zum Beispiel diese schmerzlichen. Und ich hatte dann eigentlich nur noch den Wunsch zurück auf die Erde. Ich wollte einfach alles gut machen. Ne? Ja, das, ach so, ja, jetzt fällt mir noch ein, genau, das war noch ganz wichtig. Und zwar sah ich, dass die leidvollen Zeiten, wo ich also entweder körperlich gelitten hatte oder einfach die nicht so leicht waren, seelisch gelitten hatte, dass die drüben total kostbar waren. Also die wirkten auf mich, ich will mal sagen, wie kostbare Edelsteine. Die waren wirklich wertvoll gewesen. Und die schönen Tage, wie wir so alle so lieben, ja, so unbeschwert voller Freude und so, ist ja auch okay, ist ja schön. Aber die kamen mir dann vor wie Modeschmuck, der einfach schön aussieht, aber hatte nicht diese Substanz. Ne? Und was mich auch dann irgendwie sehr beruhigt hat, war, und das beruhigt mich bis heute noch sehr, dass alles seinen tiefen Sinn hatte, auch eben die schweren Zeiten gerade, und nichts einfach zufällig passierte, sondern es war alles geordnet und es hat so sein müssen. Wie alt waren Sie, als Sie diese Fehlgeburt hatten und dieses Erlebnis? 21 Jahre. 21. Und der Lebensfilm, ging der von Kindheit bis zu Ihrem 21. Lebensjahr? Ich hatte den Eindruck, ja. Aber ich habe nicht die Zeit gehabt, jedes Einzelne anzuschauen. Ich sah so mehr, er war unendlich lang da schon mit 21 Jahren. Ne? Ja, die Zeit hatte ich gar nicht jetzt so einzeln, nur eben das, was dann hochkam. Und eben die Substanz von den Bildern, wo die Flämmchen drüber waren, die nahm ich eben wahr, dass ich diese Situation wirklich mit dem Herzen gelebt hatte, wo ich von mir was reingegeben hatte, ja, wo ich ihn wirklich von Herzen geliebt hatte. Ne? Mhm. Selbst wenn ich, sagen wir mal, wie man auf Erden sagt, zu kurz kam, in Anführungszeichen, ja. Frau Kohr, Sie hatten den Lebensfilm und diese Kommunikation mit diesem Geistwesen. Wie ging es dann nachher weiter? Ja, dann kam noch etwas ganz Schönes. Und zwar befand ich mich in einer sehr friedvollen, wunderschönen, lichtvollen Ebene oder Sphäre. Sie sah so aus wie ganz besonders schöne Naturorte hier auf der Erde. Nur wirkte alles verzauberter. Und da gibt es ja auch Entfernungen, aber so wie ich das jedenfalls erlebte, waren die Entfernungen so, dass wenn ich ganz, ganz weit hinausschaute, sah ich trotzdem noch alles total scharf, wie durch die Lupe, wenn ich das wollte. Ne? Und da war auch ein Geistwesen oder eine verstorbene Seele, die war etliches weg. Und bei ihr bemerkte ich das Gleiche wie auch bei mir. Und zwar, dass bevor ich etwas aussprechen konnte, was ich dachte oder was ich empfand, kam das schon hier aus der Herzgegend, aus der Bauchgegend, heute würde ich sagen Solarplexus, in wunderschönen Farben, Formen wie Wellen, wie Strahlen, in Tönen, in
Melodien aus mir raus. Also das hat sich so weiter geschwungen, ja. Das lässt sich ganz schwer erklären. Aber das sah wunderschön aus und eben von dem Geistwesen auch. Und ich merkte, dass man, also da oben, falls man das wollte und in der Sphäre ginge, das wahrscheinlich auch gar nicht, dass man sich gar nicht verstellen konnte, dass man gar nicht lügen konnte, ja. Man ist wie ein offenes Buch. Alles liegt da und man weiß genau, wie man auf Erden sagt, wes Geistes Kind der andere ist, ne? Und dann merkte ich, eben aus dem Gras, aus den Blumen, aus den Bäumen, aus den Tieren, die sah ich zwar nicht, aber ich wusste, dass es da genauso ist. Einfach aus allem kam diese Farben, diese Wellen, diese Formen und diese wunderbaren Melodien. Man kann sich das schwer vorstellen wahrscheinlich. Also am ehesten könnte ich das vergleichen mit einem grandiosen Feuerwerk hier auf der Erde, was aber nicht so ein Geknalle macht, sondern eine wunderschöne Sinfonie. Und alles passte dort zusammen. Also da gab es keine Disharmonien, keine Missklänge, auch die Farben, alles harmonierte. Das war einfach wunderschön. Am liebsten wäre ich da geblieben. Aber irgendwie war es dann plötzlich zu Ende und ich wurde woanders hingezogen. Sie sprachen von einer schönen Umgebung. Können Sie vielleicht einen Vergleich machen? Ja, da ich in der DDR aufgewachsen bin, bin ich nicht so groß in der Welt rumgekommen, weil die Grenzen zu waren, zum großen Teil. Aber wenn man es so im Internet sieht, also man hat es ja auch hier im Schwarzwald, einfach schöne Wiesen, schöne Hügel, ja. Einfach ganz, ganz üppige Vegetation, ja. Und Wälder haben Sie auch gesehen. Also oder direkt so dichte Wälder habe ich nicht gesehen, aber Bäume schon. Es war mehr wie eine offene Landschaft, wo immer mal da ein Baum war, da ein Baum. Mhm. Und dann eben ein bisschen hügelig und die Wiesen mit verschiedenen Blumen. So in dem Sinne, ne? Sie haben gesagt, Sie wurden nachher an einen anderen Ort hingezogen. Ja. Wie ging es dann weiter? Also die letzte Szene war dann, ich befand mich in einem Nebel, in einem ganz lichtvollen Nebel, so wie man ihn auf der Erde sieht, so kurz bevor die Sonne durchbricht. Ne? Und ich schwebte da so dahin. Und ich hatte das Gefühl, als wäre ich jetzt erst aufgewacht. Also, als wäre das Leben auf der Erde wie ein Traum gewesen. Und jetzt war ich total präsent und ich konnte wieder viel klarer denken. Und ich hatte mehr Kraft und ja, ich war freudig. Ich fühlte mich einfach gut. Alles war in Ordnung. Und eben das Leben, das kam mir so eigentlich wie ja, hinter einem Nebel vor auch. Nicht, dass es nicht wichtig gewesen wäre. Es schien schon so, wenn es eine Prüfung gewesen wäre, ein Lehrgang. Aber als wenn ich da nicht so ganz in meiner Präsenz gewesen wäre, wie jetzt da drüben, wenn ich das so vergleiche. Ne? Ja, und ich trieb eben so dahin und alles war in Ordnung. Und ich wusste dann, also woher ich es wusste, weiß ich nicht, aber ich wusste ganz sicher, wenn ich jetzt so weiter treibe, dann komme ich an einen Ort, von dem gehen viele verschiedenfarbige Wege aus. Also der weiße Christuspfad nach oben, dann so hell, gelb, gelb und dann wird es immer bunter und dann immer dunkler, dunkler, dunkler bis nach unten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich gleich aus dieser Nebelwand rauskomme und dann bin ich an dem Ort. Und da muss ich dazu sagen, Jahre später bekam ich ein Buch, das heißt Reise in die Unsterblichkeit.
da war genau diese Nebelwand beschrieben. Diese Orte, also dieser Ort mit diesen Wegen, wo man dann nach dem Gesetz der Resonanz unweigerlich hingezogen wird, je nach Charakter oder Schwingung, eben auf den entsprechenden Weg, der eine entsprechende Farbe hat und der führt dann eben in entsprechende Sphären, die einem entsprechen auch und wo man hinpasst. Aber das Buch kannte ich zu der Zeit noch nicht. Jedenfalls, kurz bevor ich dachte, dass ich aus der Nebelwand rauskomme, höre ich eine ganz deutliche, laute Stimme. Willst du rüber oder willst du zurück? Und dass ich eigentlich, um alles wieder gut und besser zu machen, zurück wollte, war in dem Moment mir gar nicht mehr bewusst. Und meine erste Reaktion war, oh, ich will wieder in den Himmel. Und dann fiel mir aber mein Mann ein. Und das war ja in der Nacht vom Samstag zum Sonntag. Und mein Mann hatte mich am Samstag besucht. Und wir hatten uns das erste Mal hoffnungsfroh verabschiedet, dass wir das Baby durchkriegen. Und ich dachte, wenn er Sonntag jetzt zur Besuchszeit kommt und nicht nur das Baby ist weg, sondern die Frau ist auch gestorben, der tritt durch. Und dann dachte ich nur, nein, du musst zurück. Und dann habe ich keine Stimme weiter gehört oder irgendwas, sondern dann kam ein ganz starker Sog, so wie ein Staubsauger, und zog mich in riesiger Geschwindigkeit zurück. Und ich flog durchs All, sah Pluto, Neptun, Uranus. Und jetzt muss ich da aber der Ehrlichkeit halber einflechten. Ich hatte vorher ein Buch gelesen, was ich mit Planeten befasste, sodass ich mir nicht sicher bin, habe ich es jetzt wirklich real erlebt oder hat sich durch das Buch irgendwas bei mir da verflochten. Aber eigentlich denke ich, dass es schon so war, denn es ging ohne Unterbruch dann weiter. Ich flog eben durchs All und fand das total interessant und dachte so, oh, dass du das noch erleben darfst, und wunderte mich, dass ich nicht friere, denn ich hatte ja nichts um mich rum und hatte die Vorstellung, es ist eiskalt im Weltall. Und dann traf ich so in die Erdatmosphäre ein. Ich spürte das irgendwie, das war so ähnlich wie das Gefühl, wie wenn man vom Land ins Wasser springt, aber nicht so der Unterschied. Ne? Und dann verlangsamte sich etwas meine Fluggeschwindigkeit, will ich mal sagen, aber immer noch ziemlich schnell. Ich flog etwa so 20 Meter über der Erdoberfläche geschätzt und kam zu einer Kongresshalle, die so ein fast nur aus Glas war, mit so schrägem Dach, und flog einfach da so hinein, durchs Glas hindurch. Und wahrscheinlich war da gerade eine Pause, also jedenfalls standen da vor allem Männer, die unterhielten sich ganz angeregt und fanden alles ganz wichtig, was sie sagten. Und ich hatte ja in der Schule kein Englisch, also ich verstehe in meinem irdischen Bewusstsein Englisch nicht. Aber komischerweise verstand ich, was sie sagten. Ich kann das jetzt nicht wiederholen, aber ich dachte, oh, wie belanglos, ja. Wenn man so aus dem Jenseits kommt mit dem Maßstab, was wirklich im Leben wichtig ist, was wirklich zählt und übrig bleibt, dachte ich, oh Quatsch, bloß weg da, ne. Und dann kam wieder so ein Sog, sofort kam dieser Sog und zog mich weg und ich flog so über einen Jahrmarkt, einen Rummel. Und eigentlich bin ich gerne auf so Jahrmärkte gegangen, weil ich sehr gern Karussell gefahren bin. Aber jetzt sah ich das mit ganz anderen Augen. Da stieg ein ganz fürchterlicher Lärm hoch von den Karussells, von den Schießbuden. Und mich erfasste irgendwie ein großes Mitleid mit den Menschen da unten. Weil ich dachte, ja, die kennen ja das wahre Leben scheinbar gar nicht. Was ja viel schöner ist, und suchen so wie Ersatz in so irdischen Freuden. Und ich habe diesen Lärm aber kaum ausgehalten. Der stand so in Kontrast zu dieser wunderbaren Symphonie, die ich ja da drüben gehört hatte. Und dachte nur wieder, oh, bloß weg. Ne? Und
sofort kam wieder dieser Sog. Ich flog weiter und so tschuck, durchs Fenster rein im Krankenhaus. Und da war es nochmal ganz schön. Dann schwebte ich so waagerecht über meinem Körper so. Ne? Und da war eine Stille, also ich glaube, so eine gibt es nicht auf der Erde. Eine ganz tiefe Stille, ein ganz tiefer Frieden. Ich fühlte mich geborgen, es war alles in Ordnung, ich fühlte mich gut. Und auf einmal machte das so rums. Und da war ich wieder in dem Körper drin. Und dann fingen diese wahnsinnigen Schmerzen an, ich hing am Tropf. Und ja, dann war ich eben wieder da. Was für Auswirkungen hatte diese besondere Erfahrung auf ihr weiteres Leben? Ja, zunächst merkte ich erstmal kaum Auswirkungen. Die Nahtoderfahrung, die wurde praktisch überdeckt von den körperlichen, aber auch seelischen Schmerzen, weil ich das Kind verloren hatte und es war schon die zweite Fehlgeburt. Ne? Und den wenigen Menschen, denen ich das erzählt hatte, die konnten damit auch nichts anfangen. Und ich hatte sowas auch noch nie gehört, auch nicht in abgewandelter Form. Ich wusste, dass ich da was ganz Besonderes erlebt hatte, aber ich konnte es nicht einordnen. Und so habe ich das erstmal so beiseite getan und einfach stehen gelassen. Aber im Nachhinein, denke ich, hat es schon in mir die ganze Zeit gearbeitet. Und wenn ich mich recht erinnere, kam dann ein Punkt, wo mir das alles bewusster wurde, eben als ich dann dieses Buch bekam, Reise in die Unsterblichkeit, das nochmal las, dass es das wirklich gibt, die Nebelwand und die Wege. Und James Lee war das, oder? Genau. Mhm. Da bekam ich nochmal eine Gänsehaut und dachte, oh, so weit warst du gewesen, denn wenn man durch die Nebelwand durch ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Ne? Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema befasst. Es wurde alles dann lebendiger in mir und ich begann mehr und mehr bewusst zu leben. Und es ist jetzt so, dass wenn ich zum Beispiel vor einer Entscheidung stehe oder ich überlege, wie verhalte ich mich jetzt, ne? Dass ich versuche, mich in die Situation damals hineinzuversetzen und frage mich, wie werde ich das eins von drüben sehen, wie werde ich das beurteilen, ja? Welche Motivation habe ich? Oder wird es mir wieder leid tun? Wird der Schmerz der Reue wiederkommen, weil ich vielleicht versäumt habe, Gutes zu tun oder die Gelegenheiten, die mir geboten waren, verpasst habe? Ne? Ja, und das hilft mir doch sehr bei Entscheidungen. Und ja, eben diese Liebe, von der dann dieses Geistwesen da gesprochen hat, die bezog sich ja nicht bloß auf meine Familie, auf die Menschen, die einem sympathisch sind, sondern das war ganz klar, das betrifft die ganze Schöpfung. Die Tiere, die Pflanzen, das, was wir Umwelt nennen. Und ich sagte ja, ich war schon von Kindheit an vegetarisch, aber was ein ganz wichtiger Punkt dann noch in meinem Leben wurde, dass ich vegan wurde. Denn ich konnte und kann das einfach nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, dass Tiere für mich leiden, egal um welche tierischen Produkte es sich handelt. Ich habe mich da lange damit befasst und ich will mal sagen, fast ausnahmslos ist Tierleid damit verbunden. Und das hat ja mit Liebe nichts zu tun, ne? Und ja, das wirkte sich auch aus auf viele Kleinigkeiten im Alltag, zum Beispiel eben auch auf die Pflanzen, dass ich mich nicht nur in die Tiere mehr hineinversetze, sondern auch in die Pflanzen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, wie es neulich der Fall war, im Supermarkt einkaufe und sehe eine Pflanze, die hängt schon die Blätter, weil sie eben kein Wasser abgekriegt hat, gehe ich eben zur Verkäuferin und sage, können Sie mal bitte die Pflanze gießen, ja. Oder dass ich die Regenwürmer, die Schnecken von der Straße nehme, damit sie nicht
trocknen oder jemand drüber fährt oder so. Einfach diese Dinge. Kann man sagen, dass Sie sehr viel sensibler geworden sind? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was mir eben eine ganz große Beruhigung auch ist, dass ich dieses Wissen mitnehmen durfte, dass eben auch das Leid ganz wichtig ist. Das hilft mir, das näher eher anzunehmen. Und wenn jetzt was passiert, was ich nicht verstehe oder was mir gar nicht gefällt, ne, dann sage ich mir immer wieder, wer weiß, was es für einen tiefen Sinn hat. Mhm. Weil ich dieses Vertrauen gewinnen durfte, dass spätestens drüben werde ich sehen, es hat Sinn gehabt, es war kostbar. Gerade eben die schweren Erfahrungen. Und was auch noch sehr schön für mich jetzt ist, eine große Erleichterung, wenn es zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten gibt. Einer sagt, das war so gewesen. Ich sage, nein, du hast so oder so gesagt. Und er sagt, nein, das war so. Und dann geht es so hin und her. Dann kann ich sagen, wir müssen uns nicht streiten. Es ist alles aufgezeichnet. Ich kann das, ohne mich aufzuregen, einfach so stehen lassen, weil ich weiß, es wurde gefilmt. Und zwar nicht nur äußerlich meine Handlung, meine Worte, sondern meine Einstellung, meine Gefühle, meine Empfindungen, auch meine Motivation. Warum habe ich was gesagt oder getan oder gelassen? Ja. Und so bin ich dann ganz beruhigt und kann den Frieden bewahren und achte auch drauf, dass ich eben, wie es damals darum ging, ums Fleisch essen oder nicht, dass ich das mit mehr Liebe rüberbringe und nicht rechthaberisch, sondern eben, was an mir liegt, den Frieden bewahre. Ich muss allerdings gestehen, die guten Vorsätze, die ich drüben gefasst habe, zerplatzen noch viel zu oft wie so Seifenblasen hier im Alltag. Aber ich hole mich dann zurück und ja, ich bin am Lernen. Frau Krohr, wenn Sie so zurückdenken, was ist das Wichtigste, das Sie aus dieser Erfahrung mitnehmen konnten? Ja, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, so schmerzlich das auch erst war mit der Fehlgeburt. Und empfinde das als große Gnade, dass ich den jenseitigen Maßstab, einfach die gelebte Liebe, jetzt schon erfahren durfte und dadurch bewusster leben kann. Und auch dieses Vertrauen und diese Geborgenheit, dass alles einen tiefen Sinn hat und uns zum Besten dient. Letzten Endes zum Besten dient und uns vorwärts, aufwärts bringen soll, näher zu Gott. Ja. Frau Krohr, herzlichen Dank für das Gespräch. Von Herzen gern.